Was haben wir hier? Diese drei Typen haben nichts gemeinsam. Ich meine, alle denken, dass türkische Männer keine Ahnung von Babys haben. Was ist denn das für ein Baby? Anna sich ansehen lassen, hier nimm du mal. Hast du Hungi oder Dosti? Jetzt weiter. Boah, Alter, sind deutsche Filme lustig. Angst und Drogen. Unsere Kunst spiegelt unsere Realität wieder. Kennst du alle Trailer schon auswendig schon, ey? Trailer? Hm. Nee. Ich habe mich ehrlich gesagt mit der Werbung nicht so beschäftigt, weil sie alle auch voll scheiß fanden, glaube ich. Gute Einstellung. Tigon? Was ist das denn da? Suche nach einem Rotfunk. Scheiße! Wenn du reden kannst, singen, wenn du laufen kannst, tanz. Sei in allen Gassen Hans. Ja, Rap im Kino, herrlich. Drei Brüder, was kann man dazu sagen, ganz außer deutscher Kinofilm? Ich habe keine Zeit, mir Filme anzugucken. Aber du warst auf Straight Outta Compton Premiere, oder nicht? Nee. Da war doch alle. Da war ja, doch ich war auch eingeladen. Irgendwann mal 14 Tage später habe ich die Einladung gefunden. Ach, schön. Ich bin nicht so gut in diesen mit Terminen und Einladen, ja, hast und nicht viel auf jeder Aftershow-Party sein und so weiter. Das kann ich, irgendwie kann ich das alles nicht so. Nicht so viel verpasst auf der Premiere, ich war auf jeden Fall alles super. Ganz Hip-Hop. Ernsthaft, wenn ich es mal angucke, wieso, es interessiert mich halt auch gar nicht so richtig. Ja. Ja, also meine, hast du alle gesehen? Ich habe den Trailer oder Compton halt auf der Premiere gesehen und Black Tape auf dem Pressescreening. Ah. und wie fandest du Black Tape? Black Tape? Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was das sein ja, soll. Ja klar, aber dann, so, als du es gesehen hast, ja, wie ja, das war mein Gefühl, was ich gerade beschrieben habe. Ich wusste nicht so richtig, was das sein soll. Ich habe so, es hat so als Werbung angefangen, dann ist es so in Universal Werbefilm übergegangen, dann so in eine Mockumentary, dann in einen Prank. Also es war sehr, sehr unlinear irgendwie. Es war sehr undurchsichtig, was das sein soll. Ja. Gut. Aber no hate, ich fand, du hast dich super selbst gespielt. Ich fand, Falk hat sich etwas härter selbst gespielt, als ich ihn mir vorstelle. Aber eure Streits haben auf jeden Fall für Gelächter auf dem Pressescreening gesorgt. Ich glaube, du bist auch zu spät gekommen. Du warst gar nicht da bei der Vorführung, oder? Nee, ich habe den Film auch bis zur richtigen Premiere gar nicht gesehen. Ja. Bis dahin habe ich auch immer ganz gut Werbung gemacht, muss ich sagen. Ja? Dann habe ich ihn gesehen. Ja, was man sich so vorstellt und was dann dabei rauskommt. Aber das ja. Naja, ich war ja ein Darsteller. So, also ich hab so. Ja, auf jeden Fall bei jedem. Aber bei jedem mir hat das Spaß gemacht, also diese ganzen Interviews mit Falk und Seku. Und mir hat die Dreharbeiten Spaß gemacht, also da durch Deutschland zu fahren und bei den Interviews nie dabei sein zu dürfen. Und was hast du auf den Splash gedacht, als dann auf einmal Max Herre da war und das war alles nur ein Scherz? Der kam mit der Skimaske von der Bühne. Splash. Hey, da gab es eine lustige Geschichte dazu. Das war natürlich nicht auf dem Splash, sondern es war in Stuttgart in so einer Disco. Dann haben die das extra so gemacht und dann. Also war es fake? Wusste ich natürlich, dass Max Herre da ist und Daniel und Sammy Deluxe und so weiter. Wirklich? Und dann durfte ich ja nicht in den Backstage, solange Max Herre dort war. Aber es war eigentlich ganz geil, weil du weißt, im Publikum ist es sowieso immer schöner. Wirklich, dieses ganze Backstage-Zeug, das bringt alles gar nichts. So, muss man nicht. So, drei Männer, drei Türken und ein Baby. Ja, hast du gesehen? Klingt auf jeden Fall nach einem stabilen deutschen Kinofilm, wo drei Türken und ein Baby war es nicht, oder? Es war drei Söhne und ein Halbbruder. Drei Türken und ein Baby und dann gab es noch halbe Brüder. Das waren zwei verschiedene Filme. Sicher? Ja, der eine war mit Echo Fresh und der andere war mit Sido. Ah, stimmt. Ja, umso mehr verschiedene Herkünfte, umso mehr lustige Vorurteile kann man doch da bringen im Film. Und umso lustiger wird es doch dann. Also beides auf jeden Fall wahrscheinlich Riesenerfolge gewesen dieses Jahr. Aber ich hatte dann nicht so die Motivation, mir das anzugucken. Straight Outta Compton fand ich allerdings auf jeden Fall schön mal zu sehen, wie Amis so einen Hip-Hop-Film machen. Ja. Aber
Mann, ey, die Geschichte war natürlich. Können wir zur nächsten Kategorie gehen? Ich finde Rap im Kino auch voll langweilig. Nächstes Thema. Die Überleitung zum. Wie hast du das so schnell gefunden? Ich kann auch ganz gut lesen. Release-Party von Sido. Er stellt heute seinen neuen Wodka Kaboom vor. Ich glaube, der Name ist Programm. Wir schauen uns jetzt gleich in der Menge ein bisschen um und sprechen auch mit Sido. Also, los geht's. Und wir trinken jetzt mal, ne? In Pearl. Und ihr könnt die Flasche auch haben und gerne hier an die Leute verteilen, mal ein bisschen, wenn ihr möchtet. Warum ist schon die Kommerzialisierung? Weil auf der GQ war, oder was? Ja. Wir finden den Tonus. Ach stimmt, er hat diesen einen... Klangfarbe deiner Stimme so interessant. Typen synchronisiert, so aber ja gut. Dass wir dich unbedingt für eine Synchronsprecherrolle für das Spiel Battlefield Hardline gewinnen wollen. Er fragt so oft, er fragt nicht nur einmal, was für eine Lüge. Es wird so viel gelogen im Fernsehen, guck doch. Wir hätten eine Jägermeister-Werbung. Der mit seinen Rap-Präsentanten hier allen Leuten einheizte. Eine super Stimmung. Das ging heute mit dem Ehrenbesuch von Johnny Pep, geil. In der ersten Reihe. Rede gehalten hat und die Leute richtig mitgerissen hat. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Doch jedes Leben ist ein Wunderwerk. Du musst dann glauben, dann erfüllt sich das. Denke nach, bevor du es machst und wünsch dir was. Das war das? Tonight We Ride? Auf dem Need for Speed Soundtrack anscheinend. Mhm. Ach, Crow. Er nimmt alles so easy. Ach, Mercedes kann so cool sein und so hip. Denkt immer, das sind diese Rentnerautos, aber guck doch, der Carlo macht das bunt. Kuschelige Jacke, ne? Mhm. Ja, hübsche Bilder auf jeden Fall in der Chaos-Werbung. Diese Szene am Automat hat mir auf jeden Fall gefallen, wie die Leiter hochgegangen ist. Ich war immer gut in Kommerzialisierung. Also Royal Bunker ist richtig das kommerziell erfolgreichste Label der Welt gewesen. Ja, also da, keine Ahnung, dass Rap immer mehr in den Vordergrund gerät, so sieht man ja an den ganzen Spielen. Und also ich habe die Hälfte davon nicht mal mitbekommen, aber ich gucke auch nicht so viel Fernsehen. Ey, was wirklich krass ist, ich hab da wirklich gar nichts davon mitbekommen, ehrlich gesagt. Okay. Nein, aber ich komme mir jetzt echt langsam so vor wie so ein Steinzeitmensch, der in so einer Höhle wohnt. Und einfach den Schuss nicht hört. Hast du nicht Battlefield gespielt? Oder nee, Need for was Speed ist denn das eigentlich? 20 Jahre RTL und da ist Habersch aufgetreten, oder was? Ja, anscheinend. Der RTL-Spendenmarathon mit Sigmar Gabriel und Cool Savage. Das ist eigentlich ist das so mit das Geilste, was man so sich vorstellen kann. Representen kann, ja, auf jeden Fall. Ja, generell, auch ob man jetzt Jägermeister-Werbung macht, muss man wissen. Aber Markenbotschafter also für Alkohol zu sein. Ich meine, bei mir ist das ja der Zug abgefahren. Also bei mir gibt es keine Kommerzialisierung mehr. Ich bin so weit draußen. Genau, mich fragt ja schon niemand mehr. Nicht mal mehr FIFA, ob du da irgendwie moderieren willst oder so. Genau. So, wie ist es denn bei dir? Bei dir könnte es ja sein, dass du solche Angebote kriegst. Ja, vereinzelt. Also McDonald's hatte ernsthaft... Ernsthaft? Eine ernsthafte Frage. Aber es war so lebenslange Rechte im Internet und dann habe ich so gesagt, nee. McDonald's sollte man sich von fern halten, bin ich der Meinung. Aber ja, und aber Crow oder Klaas und Joko haben das ja nicht gemacht, sich ferngehalten von McDonald's. Moritz bleibt treu oder so, diese ganzen Moralien, sauren moralischen Menschen. In 100 Jahren wird noch mit Crow Werbung gemacht, wenn er tot ist. Wir werden sehen, welchen Whopper er dann oder welchen Mercedes Big Mac er dann anpreist, ohne sein Wissen. Na gut, aber, ja, aber eigentlich ist es ja... Die Frage war ja, ob wir glauben, dass es in der Mitte der Gesellschaft steht und deswegen überall ist das Rap-Game.
Und ich glaube, ich glaube, es ist immer noch, auch wie die Leute so darüber reden, immer noch, das ist nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist so jetzt so, die nehmen das wahr, aha, ja, es hat eine gewisse Relevanz, es ist regelmäßig bei den Charts auf Platz 1, aber es ist immer noch so, oh ja, die sagen nicht nur yo, sie machen auch Popmusik. So, hä, als wäre das jetzt... Für einen Ausländer ist der auch ganz schlau, was der sagt. So, das ist auch gar nicht so dumm, was der sagt. Ja, keine Ahnung. Also, Jana, so ist doch... Nee, aber so kommt, so kommt es wirklich rüber. Ich finde gar nicht, dass das in der Mitte der Gesellschaft ist. Das ist immer noch so, so ein Thema, was man so, ja, irgendwie muss man sich damit beschäftigen, was die jungen Leute da so heute machen. Es wird halt, also ich glaube, über Rap-Kanäle werden viele Meinungen gemacht. So. Und das kriegen Leute mit und probieren sich dann halt da einzuklinken. Also, und Rapper sich im Fernsehen zu platzieren, ist ja auch schlau, so, wenn man verkaufen will. So, dann gehört das auf jeden Fall, dann erreicht man viel mehr Leute, als wenn man jetzt irgendwie. Aber es kommt trotzdem komisch rüber. In so einem RTL-Spendenmarathon kommt es trotzdem rüber wie so ein Fremdkörper, oder? Ich meine, was man dazu sagen muss, guck mal, dieser linke Moderator, der jetzt da beim RTL-Spendenmarathon rumläuft, der ist jetzt auch 30 bis 35, der ist mit Rap aufgewachsen, der kennt das alles natürlich, der kennt die Leute, die den RTL spenden. Wenn ich auf eine Demo gehe, da stehen 10 Bullen, die sagen, ach, der Herr Steiger ist auch hier, weil das Rap-Fans waren. Ja, und die natürlich dann auch irgendwie Rap kennen. Ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sogar Bullen hören Rap, ja, stimmt. Das ist richtig. Weil du dich auf anderen Veranstaltungen wahrscheinlich nicht so oft rumtreibst wie auf Demos, da bist du... Ja, auf anderen, wahrscheinlich nur bei den richtig Reichen, da ist man dann als Rapper immer noch nicht bekannt. Ah, Sie sind Rapper, interessant. Zeigen Sie mal Ihre Facebook-Seite, oh, läuft bei Ihnen. Na gut. Zweite Standbeine sind jetzt nichts Neues, würde ich sagen. Also. Ja gut, aber du musst ja auch sehen, also ich meine, heutzutage physische Verkäufe abzusetzen und so weiter, da musst du ja auch wirklich, wirklich was bieten. Und es gab ja schon einen Widerspruch von der GfK und von diesen ganzen chartrelevanten Organisationen, die Charts zählen, dass die Gimmicks in den Boxen nicht den wahren Wert einer CD übersteigen dürfen. Das ist ja so quasi, naja gut, Musik kannst du downloaden und die dazugehörigen Boxen kannst du halt nicht downloaden, die T-Shirts kannst du nicht downloaden und deshalb versucht man da verzweifelt irgendwie noch was reinzubringen, was halt so physischen Mehrwert hat. Ja, aber wird auch, denke ich, abflachen in den nächsten Jahren. Also kann ich mir nicht vorstellen. Mit 3D-Druckern auf jeden Fall, deswegen, kannst du dir die T-Shirts ausdrucken. Ist dann so. Aber deswegen ist auch schön, dass sich alle ihre zweiten Standbeine aufbauen, wenn es wieder etwas runtergeht, haben alle ihre Shisha-Ketten und Fitnessprogramme und... Ey, aber das Fitnessprogramm absolut faszinierend. Ich kann es empfehlen. Es ist nee, aber es ist echt wirklich absolut faszinierende Idee, natürlich so ein PDF für 300 Euro rauszugeben. Und dann noch die zusätzlichen Produkte dann auch noch verkaufen. Und dann noch die ganze Zeit so auszusehen und drüber zu rappen. Gut, aber kommt ja wahrscheinlich auf dich zu, aber ich fand es sehr interessant, dass du gesagt hast, irgendwie so, okay, ja, im Netz bleibt das ja für immer. Ich wurde zum Beispiel von Audi angefragt, ja, ob ich so Fake-Dokumentationen machen soll, also so, ja, ich gehe auf einen Bauernhof und da steht zufälligerweise ein alter Horch-Traktor drin und dann redet man so ein bisschen drüber. Und das ist, naja, Horch ist später Audi geworden, Audi ist das lateinische Wort für Horch. Wieder was gelernt. Nur so als Info. Nicht schlecht. Und ich habe es dann abgelehnt, aber ich habe mir die Summe auch nicht nennen lassen, so ein bisschen als Selbstschutz. Wenn die jetzt nämlich gesagt hätten, irgendwie 32.000 Euro, dann hätte ich gesagt, oh geil, ich habe alle meine Schulden los. Ich träume ja immer davon, dass ich bei Günter Jauch bin und dann so eine 36.000 Euro frage, dann hätte ich noch 4.000 übrig. Das wäre voll geil. Ach ja. Als was soll er dich einladen jetzt? Zum Promi-Special? Ja, das klappt eben. Wenn Hip-Hop in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und Hip-Hop-Journalisten, die neuen, richtigen Journalisten sind, nice. Darauf freuen wir uns. Und du hast es, du durchschaust es einfach so, wirklich. Oder ich bin total fasziniert. So schau. So ein junger Mensch und so schaust es so eiskalt.
Ja, spannende Worte von Mauli und Steiger. Wie ist eure Meinung zu der ganzen Kommerzialisierung des deutschen Raps? Freut ihr euch immer noch darüber, dass sämtliche Rapper auf die Eins starten? Oder denkt ihr euch, ja, es sollte schon eine kleinere, intimere Community bleiben? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare hin. Wir freuen uns sehr darüber. Wir sehen uns im nächsten Teil. Peace.